Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Märkte im Fokus Seminars. Mein Name ist Emeran Bihan und ich bin Derivate-Experte bei der Société Générale. In der heutigen Ausgabe möchten wir uns die Goldminenaktien anschauen, die aufgrund der Ukraine-Krise in den Fokus rücken können, weil Gold ja in Krisenzeiten öfters als sicherer Hafen gesehen wird. Welche Unternehmen wir für Sie mitgebracht haben und wie der aktuelle charttechnische Zustand aussieht, das erklärt Ihnen unser freier technischer Analyst Ralf Ayat. Guten Morgen auch an dich, Ralf. Ja, schön. Guten Morgen, Maron. Guten Morgen auch, liebe Zuschauer. Und ich übernehme dann gleich an dieser Stelle. Vorneweg, wie immer, ein kleiner rechtlicher Hinweis. Die Sendung dient ausschließlich Informationszwecken, stellt insbesondere keine Anlageberatung dar und Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Ja, wenn wir auf die vergangene Woche zurückblicken, dann war natürlich das Thema Ukraine-Krieg beherrschend. Also andere Themen sind definitiv in den Hintergrund gerückt worden. Von Corona spricht keiner mehr. Auch die Konjunkturdaten liefen nur nebenher. Wir hatten am Freitag deutlich besser als erwartete US-Arbeitsmarktdaten, sowohl von der Anzahl neuer Beschäftigten als auch was die Arbeitslosenquote anging, deutlich besser als erwartet. Das hat allerdings bei den Marktteilnehmern nur für Schulternzucken gesorgt, denn das Thema Ukraine-Krise, das jagte eine Welle der Risikoaversion durch die Märkte, also durch alle Assetklassen. Wir sehen hier der DAX auf Wochensicht und 10% im Minus mit den Kursverlusten am Freitag, die dann auch beschleunigt wurden durch den Angriff auf den Atomreaktor in der Ukraine, den größten in Europa. Da haben wir letzten Endes die 20% Minus rund vollgemacht vom Rekordhoch und damit den Bärenmarktstatus 20% minus vom Rekordhoch beziehungsweise 52 Wochenhoch erreicht. Ob hier dann schon Schluss ist oder nicht, das schauen wir uns nachher im Chart an. Offensichtlich ist es so, dass die US-Aktienmärkte nicht so weit so stark leiden unter dem Ukraine-Konflikt. Also hier schichten sicherlich die Anleger um aus Europa in die USA, wenn sie denn überhaupt an den Aktienmärkten Engagements noch eingehen möchten. Natürlich die europäischen Volkswirtschaften, die leiden deutlich stärker unter dem Konflikt, weil hier eine größere Verflechtung gegeben ist. Außerdem leidet der Euro, der Dollar ist gesucht und so kann man hier auch noch von der Währungsseite einen gewissen Anziehungsfaktor für die US-Märkte ausmachen, während eben US-Anleger ihr Geld aus den europäischen Aktien abziehen, eben weil die Ukraine-Krise die europäischen Volkswirtschaften stärker belastet und sie außerdem von der Währungsseite dann auch nochmal hier belastet werden. Wir sehen hier Euro, US-Dollar auf Wochensicht 3% im Minus. Ja, was ganz klar im Fokus bei den Anlageklassen stand. Das sind die Rohstoffpreise, also der Bloomberg Commodity Index deutlich über 20% auf Wochensicht im Plus, das stärkste Plus seit den 60er Jahren auf Wochensicht. Also das ist schon eine Hausnummer und das Ganze ist nicht nur auf ein oder zwei Rohstoffe beschränkt, sondern geht ziemlich in die Breite, wenngleich natürlich die Ölpreise, die Gaspreise hier ganz besonders nach oben schießen und die Edelmetalle als sichere Häfen gesucht sind. Aber man sieht hier zum Beispiel auch Kupfer hier 10% auf Wochensicht und dann am Freitag auch mit einem neuen Allzeithoch und natürlich auch die Weizenpreise oder Aluminium, Palladium mit neuen Rückständen. Insofern darf man sich natürlich von der Inflationsseite auf einiges gefasst machen. Das Thema Stagflation, also stagnierendes Wirtschaftswachstum bei steigender Inflation,
oder alternativ Rezession, je nachdem von welcher Volkswirtschaft man spricht. Das ist jetzt hier das vorherrschende Thema, was jetzt den weiteren mittelfristigen Ausblick angeht von der konjunkturellen Seite. Ja, dann schauen wir uns die Trading-Termine für diese Woche an. Wir haben von der Makro-Seite ja heute die Daten zum Auftragseingang sind schon veröffentlicht worden um 8 Uhr relevant. Dann morgen die Industrieproduktion, die Daten zum Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone relevant. Dann am Donnerstag die EZB-Zinsentscheidung. Dann um 14.30 Uhr die Pressekonferenz. Dabei werden dann auch die neuen Projektionen bekannt gegeben. Mit dem Ukraine-Krieg ist jetzt das Thema Zinserhöhungen etwas in den Hintergrund gerückt worden. Auch die Markterwartungen in den entsprechenden Futures deuten deutlich darauf hin, dass eben das, was vor dem Ukraine-Krieg nach oben gepreist wurde, jetzt doch einigermaßen wieder abgepreist wird. Insofern wird es interessant zu sehen, was die Zentralbank, was Madame Lagarde hier von sich geben wird, was den weiteren Zinspfad angeht. Es ist ja hier eben das Thema, dass hier möglicherweise ein oder vielleicht sogar zwei Leitzinsanhebungen auch von der EZB in diesem Jahr im letzten Quartal erfolgen könnten. Und möglicherweise könnten die entsprechenden Aussagen dazu führen, dass das dann auch komplett wieder ausgepreist wird. Dann natürlich die Verbraucherpreisdaten in den USA am Donnerstag im Blick und am Freitag dann noch der Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan. Ja, von der Unternehmensseite haben wir am Mittwoch einige DAX-Werte mit Zahlen, Deutsche Post, Adidas, Continental und Brenntag. Also der Höhepunkt der Berichtssaison ist vorbei. Natürlich ist jetzt wesentlich wichtiger für die Märkte, was von der Unternehmensseite ausgesagt wird hinsichtlich der möglichen Auswirkungen der Sanktionen gegen Russland beziehungsweise der doch sich abzeichnenden zusätzlichen Lieferketten-Schwierigkeiten mit den Sanktionen und mit dem Krieg in der Ukraine. Ja, dann gehen wir in die technische Analyse. Wie immer starten wir mit dem DAX im Wochenchart, also das Big Picture. Und wir sehen hier, ja, nach dem Corona-Crash-Tief die Rallye auf ein neues Rekordhoch, dann eine breit angelegte Top-Bildungsphase, die mit dem Rutsch unter die 14.819 Punkte charttechnisch dann bestätigt wurde, komplettiert wurde und was wir eben in der letzten Woche dann mit dem Freitagsschluss gesehen haben, ist, dass die primäre Zielzone, die sich aus dieser Top-Bildungsformation ableiten ließ, die 100% Projektion der Formationshöhe nach unten abgetragen, 13.347, die hier ein Ziel- und Support-Cluster mit dem 38,2% Fibonacci-Retracement dieser Rallye vom Corona-Crash-Tief und der 200-Wochenlinie gebildet hat. Also diese Zielzone wurde ziemlich genau abgearbeitet und wie man sehen kann, mit der Öffnung heute nochmal deutlich tiefer geht es weiter abwärts. Also das analytische Mindestkursziel ist ja nur eben genau dieses, nämlich ein Mindestkursziel. Das heißt nicht, dass es dort dreht und sich ein Boden bildet, sondern typischerweise, solange der Trend anhält, gilt ja die Prämisse in der technischen Analyse, the trend is your friend until its end. Und der Abwärtstrend ist natürlich noch klar intakt. Was man sagen kann, ist, dass die Sentimentdaten mittlerweile auf einem extremen Niveau sind, sodass zumindest von der zeitlichen Sicht ein belastbares mittelfristiges Tief durchaus zeitnah eben wahrscheinlich ist. Also wir haben in den letzten Jahren von den Sentimentdaten nur für wenige Tage hier im Rahmen des Corona-Crash-Tiefs extremere Werte gesehen. Ansonsten muss man schon ins Jahr 2011 zurückgehen, um hier eine ähnliche Situation zu sehen. Insofern bleibt abzuwarten,
wo sich hier möglicherweise eben dieser Boden ausbildet. Preislich lässt sich hier noch nichts erkennen. Wir haben hier natürlich noch einige mögliche Kursziele und Unterstützung hier zur Eröffnung. Sehen wir, dass die Kurslücke, die sich auch im Wochenchart ablesen lässt, bei 12.596 Punkten, die wurde praktisch mit zur Eröffnung erreicht und entsprechend geschlossen. Wenn wir jetzt hier nicht halt machen können, dann wäre bei etwa 12.273 Punkten mit dem 50% Retracement der Hosse vom Corona-Crash tief die nächste potenzielle Auffangmarke belastbar, wirklich belastbar von der charttechnischen Seite her, ist dann aber erst hier der Bereich um die 11.325, 11.450 Punkte, die sich hier aus diesen Tiefs und dem 61,8% Fibonacci Retracement ergibt. Also wenn wir tatsächlich hier unmittelbar durchrutschen auch an dieses Niveau, dann wäre hier diese Zone durchaus interessant natürlich für ein zumindest temporäres Tief, aber wie gesagt, nicht in ein fallendes Messer greifen, solange sich preislich zumindest auf Basis des Intraday-Charts nichts abzeichnet, sollte man hier vorsichtig sein. Also wir könnten jetzt hier natürlich jederzeit aufgrund der überverkauften Lage und den Sentimentdaten technische Erholungsbewegung sehen, solange aber eben keine untere Umkehrformation entsteht, aus der sich dann weitergehende Kursziele ableiten lassen oder solange eben nicht kritische Widerstandsniveaus gebrochen werden, muss im Zweifel davon ausgegangen werden, dass die anschließende Rallye eine Rallye im übergeordneten Abwärtstrend ist. Das würde sich erst ändern, wenn wir hier diese Zone 14.819 bis etwas knapp drüber, vielleicht 15.100 nachhaltig wieder zurückerobern könnten, dann könnte durchaus nochmal ein Wiedersehen mit den Rekordhochs diskutiert werden, aber da sind wir noch lange nicht. Einstweilen geht es ausschließlich um das Thema, wo geht es auf der Unterseite hin. Na, dann schauen wir uns als nächstes den Tageschart noch kurz an, den DAX, und da sehen wir hier auch, ja, die Dynamik hat deutlich zugenommen, nachdem wir eben hier diese kritische 14.819 unterschritten haben, haben wir einen Tag Pullback gesehen und dann ging es zuletzt beschleunigt abwärts mit jeweils neuen Abwärtslücken hier mit dem heutigen Mal nochmal eine deutlich größere Abwärtslücke als am Freitag. Also wir sind hier sicherlich im absoluten Ausverkaufsmodus, alles muss raus. Ja, also wie gesagt, ich vermute, innerhalb der nächsten 5 Handelstage ist dann wahrscheinlich ein Tief drin, aber von welchem Niveau aus, das bleibt hier noch abzuwarten. Wir sind jedenfalls extrem überverkauft. Natürlich, wenn wir jetzt hier die Lücke, die wir heute gerissen hätten, haben, also bei 13.095 Punkten, wenn es gelänge, die per Tagesschluss zurückzuerobern und drüber zu schließen, dann wäre das so ein erstes Stärke-Signal, das ein Indiz dafür gibt, dass wir wahrscheinlich dann in den nächsten Tagen an einem Boden arbeiten könnten, zumindest eben einem temporären, aber solange wir nicht drüber schließen, sondern nur eine Erholungsbewegung sehen in die Richtung, ist im Zweifel davon auszugehen, dass man hier noch als Kurzfrist-Trader durchaus dann bei entsprechenden Verkaufssignalen Intraday die Short-Seite spielen kann. Ja, dann schauen wir uns den Dow Jones Index an. Wie gesagt, die US-Aktienindizes können sich spürbar besser halten als die europäischen Pendants. Wir haben ja hier auch ein Unterschreiten dieser gestaffelten Unterstützung gesehen und hier hat sich dieser Rutsch auf ein ja, Mehrmonatstief als Bärenfalle entpuppt. Wir sind hier in eine Erholungsbewegung gestartet, die ganz knapp dreiwellig verlaufen ist, sodass theoretisch hier eine ABC-Erholung bereits komplettiert sein könnte und sich hier jetzt der Abwärtstrend fortsetzen könnte. Solange wir hier diese aktuelle Unterstützung aber
noch verteidigen können, also im Bereich 33.107, ist durchaus vorstellbar, dass wir hier nochmal eine Ausdehnung der Erholung sehen. Also das dürfte sich heute weisen, so wie die Indikationen aktuell aussehen, dürfte es schwer werden. Und wenn wir eben per Tagesschluss dann unter das Tief hier bei 33.108 Punkten rutschen würden, dann wäre es wahrscheinlich, dass wir hier das zumindest das Tief noch einmal testen. Das befindet sich ja hier im Bereich des 23,6% Fibonacci Retraces. Also wir sehen hier ganz klar auch von den Korrekturniveaus hier relative Stärke zu den europäischen Pendants. Aber wenn wir da nachhaltig drunter rutschen würden, wäre aus meiner Sicht zu erwarten, dass wir dann hier auch in eine Beschleunigungsphase eintauchen mit nächsten Zielen bei 30.550 etwa und bei etwa 29.800 als nächste Ziele auf der Unterseite. Das Ganze so lange, wie hier diese Widerstandsregion bei etwa 35.000 Punkten nicht nachhaltig zurückerobern können, also dynamisch drüber ansteigen und schließen können, bleibt das mittelfristige Risiko auf der Unterseite anzusiedeln. Und schauen wir uns als nächstes vielleicht Euro-US-Dollar an. Und hier sehen wir ganz klar eben ein wichtiges Argument dafür, dass die für den deutschen Aktienmarkt wichtigen US-Anleger hier ein gewichtiges Argument haben, auch aus den europäischen Aktien und deutschen Aktien zu flüchten, mit dem zusätzlichen Währungsproblem. Der Dollar natürlich als sicherer Hafen gesucht, neben dem Yen und dem Franken, kräftige Kursbewegungen in der vergangenen Woche. Und das ist hier, wie man sehen kann, haben wir hier dieses Konsolidierungsniveau unterschritten und den übergeordneten Abwärtstrend bestätigt. Und damit sehen wir hier, dass die ultralangfristige Unterstützungsregion bei 1,06, 1,07, 1,08 angesteuert wird. Und hier ist das dann natürlich aus der langfristigen Perspektive wird es dann interessant, ob eine Bodenbildung gelingt, wie es hier schon einmal der Fall war. Wir haben hier wirklich weiß gar nicht, ob ich hier entsprechend lange Daten habe, also rückgerechnet aus dem Jahr 1985 von der Deutschmark, haben wir hier auch noch eine ganz langfristige Aufwärtstrendlinie, die aktuell hier im Test ist. Und wenn wir natürlich hier einen Boden finden könnten, dann wäre nochmal eine deutlichere Erholung machbar. Aber das ist im Moment eben nicht absehbar. Erholungen sind bis zum Beweis des Gegenteils noch Verkaufsgelegenheiten in Richtung 1,06, 1,07. Aber wie man eben sehen kann, ein Großteil dieser Abwärtsbewegung ist schon gelaufen. Auch die Sentiment-Daten sind hier bereits sehr extrem und die Oszillatoren im extrem überverkauften Bereich. Eine erste Entspannung würde sich jetzt erst ergeben, wenn wir hier über die 1,1120 etwa steigen können oder eben hier auf niedrigem Niveau eine zumindest temporäre Bodenbildung sich abzeichnet. Ja, schauen wir uns von der Zinsseite vielleicht den Bund Future an. Ja, wir haben hier natürlich im Rahmen der Risikoaversionswelle auch eine Flucht in die Staatsanleihen gesehen. Beim Eurobond Future sehen wir hier aktuell einen Test der 200-Tage-Linie in Blau dargestellt, also ein relevanter Widerstand, der vom heutigen Handel schon als Widerstand fungiert hat, also bei etwa 171,67, ja, ein Tick tiefer war das bisherige Tageshoch, also ein relevanter Widerstand, knapp oberhalb des 61,8% Fibonacci Retracements. Also hier würde ich erstmal abwarten wollen, ob
tatsächlich ein nachhaltiger Anstieg über die 200-Tage-Linie gelingt. Falls ja, könnte man durchaus in Richtung 175 Punkte denken. Ansonsten halte ich es auch für vorstellbar, dass wir kurzfristig jetzt hier konsolidieren, möglicherweise zwischen der 200- und der 50-Tage-Linie, aktuell bei 168,70, also kurzfristig neutralen Ausbruch per Tagesschluss. 22 Uhr würde hier ein neues Signal ergeben. Und ja, übergeordnet haben wir noch weiterhin das Thema große Top-Bildung. Aber wenn wir jetzt hier natürlich noch einmal vorstoßen würden in Richtung 175 Punkte, wäre definitiv das schöne, ich sage mal idealtypische charttechnische Bild der Top-Bildung erst einmal in Frage zu stellen. Es könnte sich möglicherweise dann eher in Richtung einer volatilen mehrjährigen Seitwärtsbewegung hin entwickeln, falls wir eben den aktuellen Widerstandsbereich nachhaltig überschreiten können und nochmal in Richtung 175 ansteigen. Also das bleibt hier spannend. Jedenfalls wäre dann das bislang ja aktive Szenario einer unteren Wende bei den Anleiherenditen bzw. einer oberen Wende bei den Anleihekursen wäre dann erst einmal deutlich in Frage zu stellen mit dieser Entwicklung. Ja, und dann schauen wir uns auch eben die Ölpreise an, die hier sicherlich von vielen Unternehmen nicht gerade als positiv empfunden werden, was jetzt die Kosten angeht. Der Kostenfaktor steigt. Die Frage ist natürlich, was kann man an den Mehrkosten bei der Erzeugung der Preise an den Verbraucher tatsächlich weitergeben? Also hier droht eine Einengung der Margen. Wir sehen hier wirklich eine extreme Beschleunigung in der Aufwärtsbewegung, auch heute im asiatischen Handel. Da gab es dann die Meldung, dass die USA dahin tendieren, die Ölimporte zu sanktionieren bzw. zu stoppen aus Russland. Für die USA ist das kein großer Akt. Ich glaube, 3% aller Importe kommen aus Russland für die USA betrachtet. Für ja, manche andere Länder und auch die Eurozone sieht die Sache natürlich anders aus. Insofern, ja, wir ist zu einem gewissen Grad verständlich, dass sich hier die entsprechenden Länder noch zurückhalten, die Ölimporte und Gasimporte direkt zu stoppen. Denn ja, wir sehen hier schon, ich weiß gar nicht, kann ich das so weit, ja. Wir sehen hier schon, dass die Hochpunkte hier aus den Jahren 2013, 2014 rausgenommen wurden und Intraday hier mit dem Kursanstieg im asiatischen Handel heute bereits die Niveaus um 128, also die Niveaus, als wir die letzten Spikes gesehen haben, 2011, 2012, erreicht und leicht überschritten wurden und damit haben wir praktisch nicht mehr allzu viel Luft bis zu den Rekordständen, die wir kurz vor der Finanzmarktkrise gesehen haben, also bei rund 147, 148 US-Dollar. Mit der Geschwindigkeit sind wir da in ein, zwei Tagen da, wenn es so weitergeht. Ja, inflationsbereinigt könnten wir vielleicht auch noch deutlich weiter steigen. Es gibt von den Terminkurven hier keine Entwarnung. Wir haben weiterhin eine Backwardation. Also es wird hier angezeigt, dass der Markt eben ein Angebotsdefizit weiterhin spielt. Die Backwardation übrigens auch bei den ja aktuell so bei etwa 2/3 aller Rohstoffe. Also in der Breite wirklich am Rohstoffmarkt wird hier eine Knappheit unterstellt und das spricht natürlich nichts für nichts Gutes, was jetzt eben
die Verbraucherpreise angeht und einstweilen, auch wenn natürlich jetzt der Move hier, diese Beschleunigung extrem ist, wir extrem überkauft sind in den Oszillatoren, auch die Sentiment-Daten durchaus wirklich im Bereich von Mehrjahreshochs, was das sozusagen der Optimismus hinsichtlich der Kursentwicklung bei den Ölpreisen angeht, sich befindet. Also insofern natürlich ein großes Rückschlagspotenzial vorhanden. Entscheidend ist natürlich hier die Nachrichtenlage. Also da müsste dann schon sowas wie eine Kehrtwende kommen von natürlich von Seiten Putin. Das könnte das Zeug dafür haben, dann ein belastbares Hoch entstehen zu lassen. Aber im Moment sieht es ja nun mal nicht so aus. Alles, was hier aus dem Mund des russischen Präsidenten kommt, spricht dafür, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass das Ganze hier noch länger andauern könnte. Und insofern schwer zu sagen, ob in dem Fall hier möglicherweise beim Rekordhoch hier schon Schluss wäre. Also es gibt schon durchaus am Optionsmarkt in den USA Level bei $200, die hier gespielt werden. Das sind natürlich sehr riskante Wetten, aber in der aktuellen Lage zumindest eine gewisse Gefahr. Ich meine, vor wenigen Wochen hätte auch keiner hier die 130 prognostiziert, kaum einer. So bei 120, 115 waren die optimistischsten Prognosen. Und das haben wir hier relativ schnell schon wie durch Butter jetzt mit dieser geopolitischen Lage abgearbeitet. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns die Goldminen an. Wir haben hier ein interessantes, eine interessante charttechnische Situation. Natürlich, vielleicht sollten wir dann, zeige ich dann nachher, also erstmal die Goldminen und nachher dann den Goldpreis. Also hier der New York Stock Exchange ARCA Gold Bucks Index, ein Index, der aus weitgehend ungehedgten Goldminenbetreibern besteht. Also was wir hier sehen können, ist eine zyklische Best, die hier im September einen Boden gefunden hat. Und jetzt sehen wir hier eine klare charttechnische Aufhellung. Und die primäre Abwärtstrendlinie wurde nach einer ausgedehnten Konsolidierung nach oben überwunden. Zuvor konnte schon hier die 200-Tage-Linie nachhaltig geknackt werden. Und insofern sieht das Ganze hier bullisch aus. Wir sehen natürlich eine überkaufte Marktsituation, wie das natürlich häufiger vorkommt, wenn man gerade einen frischen Ausbruch aus einer Formation hat. Insofern kann das hier erst einmal beiseite geschoben werden, ignoriert werden, solange der Trend nicht reifer wird. Ja, was ich sagen lässt, ist, wir haben natürlich hier eine nächste potenzielle Zielzone im Bereich um die 327 Punkte in dem Index. Aktuell sind wir bei 305 Punkten, also durchaus noch einiges unmittelbares Potenzial. Das wäre natürlich eine Region, wo dann eine Verschnaufpause oder ein deutlicher Pullback dann nicht überraschen würde, sollten wir hier hingegen unmittelbar durchgehen können, dann wäre hier das Hoch an der Stelle. Ich zoome mal noch ein bisschen längerfristig raus, dass man das hier sehen kann. Es ist noch kein Allzeithoch, aber doch ein Mehrjahreshoch. Das wäre dann eben hier die nächste Anlaufstation und darüber hätten wir dann durchaus deutlicheres Potenzial, so in etwa in Richtung 530 Punkte. Also bislang sieht das hier alles aus dem langfristigen Chartbild konstruktiv aus. Was jetzt an der Stelle nicht passieren sollte, ist, dass wir unter diese Unterstützungszone fallen, 262 bis etwa 277 Punkte.
mögliche Rücksetzer sollten hier spätestens enden, damit sich eben diese langfristig bullische charttechnische Situation nicht als Makulatur erweist und wir noch einmal hier in Richtung der Tiefs vom vergangenen Jahr rutschen. Ja, dann gehe ich nochmal zurück zum Goldpreis. Und was wir hier sehen können, in US-Dollar sind wir jetzt noch nicht ganz am Rekordhoch angelangt, aber er ist tendiert ganz stark dahin. Auf Euro-Basis konnten wir am Freitag ein neues Rekordhoch erzielen. Ist hier also der Ausbruch bereits gelungen, natürlich aufgrund der Schwäche des Euro. Und auf Dollar-Basis sehen wir hier diese gesamte ausgeprägte Korrekturphase. Die könnte jetzt hiermit abgeschlossen sein. Also wir haben hier im Bereich 1677, 1688 einen Boden ausgebildet, hier einen mittelfristigen Aufwärtstrend etabliert und an dieser kritischen Widerstandszone konsolidiert und letzten Endes eben hier den Ausbruch geschafft. Und damit ist der Weg weitgehend frei in Richtung Rekord. Doch wir haben noch so ein paar untergeordnete Hürden, also 2015 Dollar wäre hier so eine Widerstandsmarke aufgrund dieses Zwischenhochs und dieses Zwischentiefs. Insofern durchaus die Möglichkeit, dass es hier zu einer Verschnaufpause kommt. Was man sagen kann, ist hier, wir haben hier einiges an Unterstützung jetzt bei 1965, 1974 US-Dollar so richtig eintrüben würde sich die Geschichte jetzt aber erst, wenn wir nachhaltig unter die 1916 im Rahmen eines Pullbacks wieder rutschen würden und dann wäre eine deutlichere Korrektur angezeigt. Richtig bärisch wäre es aus heutiger Sicht allerdings erst, wenn wir unter die 1780 bis etwa 1810 US-Dollar fallen. Das wäre das bärische Szenario, das sich hier aber nicht als favorisiert darstellt. Also wir haben hier die Chance durchaus zeitnah, das Rekordhoch nochmal zu testen bei 2075 US-Dollar. Und wenn wir darüber hinausgehend blicken, haben wir hier einige Fibonacci-Themen bei 2131, dann 2168, 2183, 2227 und 2247 US-Dollar. Also hier mögliche Extensionsziele aus der Fibonacci-Analyse. Letztlich wäre halt einfach mit einem Anstieg über 2075 US-Dollar der ultralangfristige Aufwärtstrend bestätigt und wo es dann letzten Endes enden würde, das kann ich natürlich nicht absehen, aber im Bereich dieser Fibonacci-Extensionslevels kommt es dann ganz gerne mal zu Gewinnmitnahmen, so dass man hier bei entsprechenden Bestätigungen überlegen könnte, hier ein bisschen Gewinne mitzunehmen, Teilgewinne und möglicherweise dann im Rahmen eines möglichen Rücksetzers dann wieder die entsprechende Teilposition zurück zu kaufen. Ja, wie gesagt, jetzt hier sicherlich dazu sagen sollte man, die Sentiment-Situation ist ja auch extrem, also spricht eher gegen steigende Kurse, aber kurzfristig kann sich das Ganze natürlich im Rahmen eines Überschießens preislich noch deutlich ausdehnen, bevor sich dieses überhitzte Sentiment dann entsprechend auswirkt. Wir haben eine ähnliche Sentiment-Konstellation bei den Ölpreisen gesehen, bevor sie eben im Rahmen des Ukraine-Konflikts dann nach oben ausgebrochen sind, nochmal sozusagen den Trend nochmal beschleunigt haben, muss man genauer sagen. Der Trend an sich weist ja schon lange primär aufwärts und insofern sollte man einfach aufgrund der extremen geopolitischen Lage vielleicht die
Sentimentdaten nicht ganz so stark gewichten, wie man es sonst machen würde. Wir haben hier wirklich, denke ich mal, eine extreme Situation. Wie gesagt, von der zeitlichen Seite her könnte ich mir vorstellen, dass diese Risikoaversionswelle relativ schnell endet. Aber von der preislichen Ausdehnung kann es dann eben noch zu einer richtigen dynamischen Entwicklung kommen, so dass sich sagen lässt, also wenn man hier long positioniert ist und das nicht im Sinne eines Langfristinvestments, dann sollte man die Sache genau beobachten, um zu überlegen, wo man hier möglicherweise Teilgewinne einstreicht oder wo man die Stops engmaschig nachzieht. Denn wenn es dreht, je nach Nachrichtenlage, kann es natürlich sehr, sehr kräftig dann auch in die andere Richtung gehen. Ja, dann schauen wir uns ein paar Goldminen-Aktien an. Newmont Mining habe ich hier, beziehungsweise Newmont Corp heißen jetzt. Wenn ich hier mal ganz rausscrolle, sieht man, das ist hier ein Minenwert mit absoluter und relativer Stärke, auch zum Sektor hier mit einem ja, Allzeithoch, nicht allzu lange her. Hier im Mai 21. Zuletzt hier eine Korrekturphase. Also wir sehen hier eine längerfristige Bodenbildung, dann eine mehrjährige Seitwärtsphase, die nach oben aufgelöst wurde. Und jetzt hier kann man sagen, letzten Endes wieder eine übergeordnete Seitwärtsphase. Und aktuell, wie bei den vorausgegangenen Seitwärtsphasen, wird wieder die obere Begrenzung attackiert. Also das ist natürlich jetzt hier spannend. Also am Freitag ging es hier nochmal in Richtung Rekordhoch 75, 31 Dollar. Wenn wir hier nachhaltig per Tagesschluss drüber ansteigen können, hätten wir natürlich ein entsprechendes Indiz, dass sich der übergeordnete Trend fortsetzen könnte. Ich lege hier mal die Fibonacci Extensionslevels an, um mögliche Kursziele im Falle eines Glückens des Ausbruchs sichtbar zu machen. Also das wären hier die 81, 49, 83, 99 und 89, 35 als nächste Extensionsziele. Wenn man das Ganze hier als Stauzone betrachtet, was man durchaus machen kann, wäre dann ein Spiegelungsziel bei 98 US-Dollar in etwa anzusiedeln. Wie gesagt, falls es gelingt, die 75, 31 Dollar nachhaltig per Tagesschluss aus dem Weg zu räumen und damit eben ein Anschlusskaufsignal zu generieren. Ja, und wenn wir uns hier die Unterseite anschauen, mögliche Pullbacks sollten idealerweise bei 70, 34 ungefähr enden. Dann blieben die Bullen auch ganz kurzfristig in einer starken Position. Deutlicher eintrüben würde sich die technische Ausgangslage, wenn wir unter 65,49 Dollar per Tagesschluss rutschen würden. Das wäre dann schon ein, ja, sagen wir mal, nicht so schönes kurzfristiges Chartbild. Wir hätten hier noch keine Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes, aber damit wir hier ein zeitnahes Abarbeiten der genannten Extensionsziele erwarten können, wäre es eben jetzt wünschenswert, dass die Dynamik dieser Bewegung erhalten bleibt. Und wenn wir eben unter das letzte Reaktionstief fallen würden, dann würde sich das Ganze eben nicht mehr als dynamisch darstellen. Wir haben hier allerdings dann noch eine wichtige Bullenbastion etwa mit der 200-Tage-Linie im Bereich um die 60,65 Dollar. Also in dem Bereich könnte man sich dann nochmal antizyklisch auf die Lauer legen und dann darauf spekulieren, dass zumindest hier dieses Hoch noch einmal angesteuert wird. Das Ganze kann man dann in dem Fall mit einem relativ engen Stop versehen. Also dieses Zwischentief hier bei 58,94 Dollar, da knapp drunter. Das wäre so ein mögliches Stop-Loss-Niveau für einen mittelfristig orientierten Anleger. Wie gesagt, kurzfristig orientierte Anleger können hier den Stop etwas
engmaschiger und eine der beiden genannten anderen Unterstützungsthemen platzieren. Wir sehen hier auch vom Volumenverhalten ist das Ganze hier recht vielversprechend, also mit den Ausbrüchen jeweils dann steigende Volumina. Also die Bullen sind hier ganz klar im Vorteil, ob jetzt eben preislich unmittelbar ein Ausbruch über das alte Hoch gelingt, das lässt sich allerdings noch nicht sagen. Wie gesagt, Rücksetzer sind bis auf Weiteres hier potenzielle Einstiegsgelegenheiten auf der Long-Seite. Ja, als nächstes könnten wir uns die Aktie von Barrick Gold anschauen. Können wir mal die Indikatoren hier ausblenden. So, nicht ganz so positiv das ganz langfristige Chartbild bei Barrick Gold im Gegensatz zu Newmont, aber bezogen jetzt auf den zyklischen Trend sieht das Ganze hier weiter sehr vielversprechend aus, nachdem wir hier ein mehrjähriges Top bei $31,22 gesehen haben. Eine anschließende Bodenbildung oberhalb von 17,27 $. Dieser Boden wurde hier mit diesem dynamischen Hochvolumen-Kursanstieg bestätigt im Februar. Also hier haben wir einen bestätigten Doppelboden an dieser Stelle und zumindest ein ernsthafter Test hier, der $25,37 sollte anstehen aus meiner Sicht. Da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es erstmal ausgeprägt konsolidiert. Wir haben hier einige Male gesehen, dass dieses Niveau hier Anlass bot für eine Konsolidierung oder Korrektur. Wenn wir hier die Fibonacci anlegen für die 200%-Projektion, dann sehen wir eben, dass im Bereich ganz knapp unterhalb dieses Widerstands auch das analytische Mindestkursziel aus dem Doppelboden liegt. Insofern passt das ganz gut, aber unter Chance-Risiko-Aspekten ist es natürlich jetzt nicht mehr interessant, hier sich auf die Long-Seite unmittelbar zu schlagen, weil einfach hier der nächste sinnvolle Stop befindet sich hier unterhalb des letzten Konsolidierungstiefs bei $22,01 und mit Blick auf die verbleibende unmittelbar ableitbare Chance ist das einfach ein schlechtes Chance-Risiko-Verhältnis. Das kann man natürlich intraday spielen, wenn man in den entsprechenden Zeitfenstern unterwegs ist, also intraday-Rücksetzer spielen, solange eben die 25,37 noch nicht erreicht sind und hier dieses Konsolidierungstief noch nicht unterschritten. Idealerweise sollten Rücksetzer aber schon im Bereich um die 23,50, 23,60 dann auf Unterstützung treffen. Ansonsten droht eben ein Rutsch zu diesem Reaktionstief hier oder sogar in Richtung des Ausbruchsniveaus bei 21,19. Das wäre aus heutiger Sicht dann nochmal eine interessante Zone, um sich hier antizyklisch mittelfristig auf der Long-Seite zu positionieren und an der Stelle wäre hier möglicherweise dann ein sinnvoller Stop-Loss unterhalb $19,24 sinnvoll und dann hätte man auch wieder ein interessantes Chance-Risikoprofil mit einem eben möglichen Kursziel bei 25,37. Ob sich das Ganze hier im Falle eines Rücksetzers und eines Pullbacks, eines Ausbruchsniveaus dann weiterentwickelt in Richtung einer größeren Bodenbildungsformation, bleibt abzuwarten. Falls es so käme, also falls wir dann im Rahmen eines Rücksetzers uns nicht signifikant unter die 21,19 dann wieder bewegen und anschließend dann eben diese Hürde aus dem Weg räumen, dann könnte man hier analytisch in Richtung $31,22 als nächstes Kursziel, also zumindest nächstes mittelfristiges Kursziel dann spekulieren.
Ich weiß nicht, falls wir vielleicht irgendwelche Wunschwerte von Goldminen haben, könnten wir die auch einbringen. Ansonsten hätte ich hier noch Fresnello an der London Stock Exchange, allerdings nur ein relativ mittelfristiger Chart. Wir sehen hier die Chance, dass diese dreiwellige Bewegung hier abgeschlossen ist und zuletzt bewegt sich das Ganze wieder aufwärts hier in Richtung der 100-Tage-Linie bei 89 Pfund. Darüber würde ich erwarten wollen, dass hier die 10,76 bis etwa 10,83 angesteuert wird und deren Überwindung würde dann hier nochmal das Hoch bei 11,78 als Kursziel aktivieren. Das Ganze sieht vielversprechend aus. Aus Bullensicht, solange die Marke von 8,14 nicht unterschritten wird. Haben wir noch einen Wunschwert, Meron? Dann könnten wir noch einen, vielleicht zwei Werte unterbringen. Es muss auch nicht unbedingt ein Goldminenwert sein. Schauen wir nach, wir hätten Deutsche Post. Ah, okay. Schauen wir mal. Ja, wir sehen hier natürlich auch im Rahmen der Nach-Corona-Crash-Rally. Deutsche Post wurde hier gespielt als Gewinner der Pandemie. War ja stark gefragt, insbesondere mit dem Online-Handel, aber seither reagieren hier, also seit diesem neuen Rekordhoch im September. Die Bären, aktuell läuft eine zweite Abwärtswelle. Also das Ganze ist hier als durchaus fallendes Messer zu sehen. Ich switch mal um in den Wochenchart, dass ich hier das besser zeigen kann. Also die 200-Wochen-Linie schon in Rufweite. Wir haben hier ein diffuses Unterstützungscluster. Insofern durchaus die Chance, dass wir hier auch demnächst zumindest einen temporären Boden dann fabrizieren. Aber ja, auch von der Fibonacci-Analyse wäre hier erst im Bereich etwa bei 34 bis 35, 25, das wäre so eine relevante langfristige Auffangregion, darüber eben die 200-Wochen-Linie bei 37, 44, die ein Unterstützungslaster mit dieser Konsolidierung hier ergibt. Ja, insofern noch ein bisschen Potenzial eben auf der Unterseite. Das Ganze ist natürlich ein sehr dynamischer Abverkauf. Also wir sind hier extrem kurzfristig überverkauft, aber bis wir hier nicht eine belastbare Bodenbildung sehen, also eine untere Umkehrformation, ist das Risiko natürlich sehr hoch, dass im Rahmen einer technischen Erholung dann sich letzten Endes dann der Abwärtstrend nochmal fortsetzt, solange insbesondere die Konstellation hier so negativ sich darstellt von der von den gleitenden Durchschnittslinien. Wir haben hier alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien bärisch positioniert. Also die kürzerfristigen befinden sich unterhalb der längerfristigen. Ja, also das Ganze ist auch so, dass wir die 161,8% Projektion schon deutlich unterschritten haben. Insofern ist die Gefahr recht groß, dass das Ganze eben nicht nur eine ABC-Korrektur ist, sondern ein neuer Abwärtsimpuls und entsprechend eben sich deutlichere technische Erholungen als Verkaufsgelegenheiten entpuppen könnten, wenn wir jetzt hier gucken, wohin eine solche Erholung führen könnte, dann hätten wir natürlich zum einen als nächstes die Kurslücke hier bei 41,0
zwei. Wenn wir da per Tagesschluss drüber ansteigen können, wäre das ein erstes Indiz von der preislichen Seite, dass es zu einer Stabilisierung oder technischen Erholung kommen könnte, dann mit möglichem nächsten Ziel bei 44,07 etwa. Und wir haben natürlich an der Stelle eine massive Widerstandsbastion, letzten Endes kann man sagen, von 50 bis 55, 55 aktuell 23 mit der 200-Tage-Linie, also eine breite, massive Widerstandszone, und die wäre natürlich, falls sie tatsächlich im Rahmen einer technischen Erholung angesteuert werden kann, dann eine interessante Zone, um sich hier nochmal von Long-Positionen zu trennen oder Short-Positionen aufzubauen, nochmal in Richtung eines erneuten Tests, zumindest hier dieses Tiefs, das sich dann eben wahrscheinlich in den nächsten Handelstagen ausbilden könnte, auf welchem Niveau auch immer. Ja, ich weiß nicht, haben wir noch einen Wert? Einen könnten wir vielleicht noch unterbringen. Ich schaue mal nach, im Moment. Könnten eventuell Silber auch nochmal anschauen. Welchen? Silber. Ach so, Silber, ja, okay. Natürlich. Also Silber, Platin, Palladium, das sind natürlich aktuell interessante Rohstoffe, die man tendenziell auf der Long-Seite spielen kann. Wir haben hier auch neue Signale gesehen, also jetzt hier mit Silber. Zuletzt die deckelnde 200-Tage-Linie aus dem Weg geräumt und jetzt auch hier die Abwärtstrendlinie hier vom Februar hoch nach und so auch diese horizontale Widerstandsregion am Freitag geknackt. Insofern ein bullisches Ausbruchssignal mit möglichen nächsten Zielen bei etwa 26, 75, 27. Darüber 28, 72, alles in US-Dollar natürlich. Und dann haben wir hier das obere Ende dieser übergeordneten Stauzone, 30 Dollar etwa. Und um ein übergeordnetes Anschlusskaufsignal zu generieren, müssten wir eben darüber ansteigen. Die Ausgangslage ist gar nicht so schlecht. Wir haben ja hier vom Mehrjahrestief eine Rallye gesehen, eine sehr dynamische Rallye. Und das ganze Kursgeschehen seither kann als trendbestätigende breite Konsolidierung gewertet werden. Ein entsprechendes Anschlusskaufsignal haben wir aber erst, wenn wir eben auf der Oberseite ausbrechen, über die 30-Dollar-Marke signifikant, idealerweise per Wochenschluss. Und dann dürfte sich der Trend fortsetzen, perspektivisch in Richtung 35 37 US-Dollar und hier haben wir letzten Endes da drüber noch im Bereich natürlich 40 die Projektion aus der Höhe dieser Stauzone und bei 44 dann ebenfalls einen langfristigen Widerstand. Das Allzeithoch haben wir hier knapp unter 50 US-Dollar, könnte durchaus dann auch mit einem nachhaltigen Ausbruch über die 30 zeitnah angesteuert werden. Mit Blick auf die Oberseite können wir hier jetzt die 200-Tage-Linie hernehmen. Also wenn wir jetzt eine Korrekturphase sehen, sollte diese Korrektur nicht mehr unter die 200-Tage-Linie rutschen. 24,07 Dollar aktuell. Da sollten wir uns spätestens dann stabilisieren und dann idealtypischerweise dann die 200-Tage-Linie nach oben drehen, dann bleibt das bullische Szenario intakt in Richtung 30 zunächst einmal. Ansonsten wäre aus meiner Sicht hier so im Bereich 23,30, 23,20 die Reißleine zu ziehen. Dann wäre mindestens nochmal ein Test der 21,40 zu erwarten.
Ja, das wäre es von meiner Seite. Ich hoffe, das ein oder andere Interessante war für Sie wieder mit dabei und ich wünsche allen eine erfolgreiche Handelswoche und hoffe, dass wir uns auch nächste Woche dann wieder an der Stelle wiedersehen zum nächsten Märkte im Fokus Webinar. Vielen Dank, Ralf, für die Analysen. Und ja, das schließe ich mich dem, was Herr Feiert gesagt hat. Ich hoffe auch, dass Sie einiges mitnehmen konnten. Und falls Sie noch Fragen haben sollten, neben unseren Webinaren auch zu unseren Services und Angeboten im Zertifikatebereich der Société Générale, melden Sie sich doch gerne bei uns. Und ja, dann würden wir uns auch freuen, Sie wieder beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Tschüss! Tschüss.